In Südecuador wurden drei neue Schlangenarten entdeckt. Das ist an sich nichts Besonderes. Doch was besonders ist, ist der Ort, an dem diese Schlangen entdeckt wurden. Diese Schlangen wurden nämlich auf einem Friedhof entdeckt. Im November 2021 machte sich der Biologe und Fotograf Alejandro Ortega auf eine Expedition in die Nebelwälder von Südecuador, um neue Krötenarten zu entdecken. Diese Expedition verlief aber erfolglos. Durch einen Zufall kam er in das Städtchen Amalusa. In dieser fand er etwas Unglaubliches, denn von einer lokalen Bewohnerin erfuhr er, dass man Schlangen am lokalen Friedhof beobachten könnte. Alejandro vermutete daraufhin, dass es sich um unterirdisch lebende Schlangen handelt, aus der Gruppe der Atractus. Doch was er fand, war unglaublich, denn neben einem Grab fand er zwei Schlangen eingegraben. Daraufhin gab es weitere Untersuchungen, die insgesamt drei neue Schlangenarten zutage legten. Wissenschaftlich gesehen ist es eine riesige Entdeckung, da über die Atractus-Schlangen noch nicht so viel bekannt ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.